Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema gleichmäßig beschleunigte Bewegung. In diesem Video möchte ich dir etwas zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung erzählen. Diese ist, muss jetzt mal so ein bisschen eine Vereinfachung machen. Und zwar, eine Beschleunigung kann ja eine Richtungsänderung oder auch eine Änderung des Tempos bedeuten. Wir schließen die Richtungsänderung aus, sodass es jetzt nur darum geht, dass, also es ist praktisch geradlinig, dass es jetzt nur darum geht, sich das Tempo anzugucken. Und damit haben wir nicht mit irgendwelchen Vektoren zu tun, sondern ganz einfach nur mit Skalaren, also sprich Zahlen. Hier oben habe ich eine schöne Zeichnung. Dieses Skript findest du übrigens unter dem Video zum Ausdrucken und verwenden beim Lernen, wie auch immer. Hier ist so eine Darstellung. Diese Darstellung ist eigentlich relativ clever. Und zwar Galileo Galilei, der tatsächlich Beschleunigung untersucht hat, hatte so ein bisschen ein Problem gehabt. Und zwar, die Uhr war noch nicht erfunden. Und ohne Uhr Zeit zu messen, ist eine Herausforderung. Und er hatte eigentlich eine clevere Idee. Er hatte Kugeln eine schiefe Ebene runterrollen lassen. Das heißt praktisch so einen Abhang runterrollen lassen. Und dort hat er Glöckchen platziert. Und zwar so, dass sozusagen nach gleichen Zeiten immer wieder so eine Glocke angeschlagen worden ist. Und wenn man sich das hier anguckt, diese Zeichnung, das wäre sozusagen die Position dieser Glöckchen. Das heißt, man sieht, zwischen diesen Punkten ist immer die gleiche Zeit vergangen, aber die Abstände werden größer. Und dadurch kann man sehr schön sehen, dass hier etwas schneller wird. Gucken wir mal die Formeln an. Das Ganze sieht jetzt erstmal wild aus. Diese drei eingerahmten Formeln sind die sogenannten Bewegungsgleichungen. Sehr wichtig, muss man kennen, wissen, wenn man irgendwelche Aufgaben dann ausrechnen muss. Ich habe hier auch mal, was die Buchstaben bedeuten, entsprechend hier unten drunter geschrieben. S von t ist der zum Zeitpunkt t zurückgelegte Weg und so weiter und so fort. Dann habe ich hier so etwas mit dem Index 0. S0 ist sozusagen der Startpunkt, V0 ist die Anfangsgeschwindigkeit mal die Zeit und 1/2 at². Klar, die Beschleunigung ist a und t ist die Zeit. Jetzt weiß ich nicht, wie weit du schon in Mathe bist. Das Problem ist so ein bisschen, man macht hier eigentlich was Interessantes, was später in Mathe dann nochmal aufgegriffen wird. Und zwar ableiten. Ableiten, wenn du es noch nicht gehört hast, ist eigentlich was ganz Einfaches. Man berechnet die Steigung. Das gucken wir uns jetzt hier auch gleich mal an. Wenn man das mathematisch korrekt schreibt, das ist hier im Prinzip in der Physik, ist man busy faul, da macht man einfach nur einen Punkt oben drüber. Das heißt, S-Punkt von t ist sozusagen die Ableitung nach der Zeit vom Weg. Heißt im Klartext, ich nehme mir das Diagramm S von t und berechne für jeden Punkt die Steigung. Das gucken wir uns aber gleich an. Jetzt habe ich noch die momentane Geschwindigkeit, die sich, wie gesagt, als Ableitung daraus ergibt und die momentane Beschleunigung. Warum momentan? Naja, das ist die Beschleunigung am Zeitpunkt oder im Zeitpunkt t, beziehungsweise bei der momentanen Geschwindigkeit ja auch. Wir gucken uns zum Zeitpunkt t das Ganze an. Das andere wäre der Durchschnitt, wenn wir uns sozusagen alles angucken. Gucken wir uns jetzt mal die Diagramme an. Also, die Diagramme. Hier, ich fange mal unten an, weil das, sagen wir mal, logisch eingängig ist. Die
Beschleunigung bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung muss natürlich konstant sein, immer sozusagen die gleiche sein. Und deswegen ist hier eine gerade Linie zu entdecken. Ich habe es jetzt einfach mal bei der 1 eingezeichnet. Es geht ja nur ums Prinzip. Hier ist es so, die eine gerade waagrechte Linie. Wie ist das mit der Geschwindigkeit? Die Geschwindigkeit nimmt ja zu. Sie wird im Laufe der Zeit immer größer. Und gleichmäßig beschleunigt heißt ja auch, dass die Geschwindigkeit, die dazukommt, sozusagen pro Zeiteinheit immer die gleiche ist. Dadurch entsteht hier eine Gerade. Aber diesmal eine Gerade halt mit einer positiven Steigung, weil hier ja auch die Beschleunigung positiv ist. Und jetzt kann man schon das mit dem Ableiten sehen. Wenn ich nämlich hier die Steigung berechne, und ich habe extra die Gerade so gewählt, dass man es eigentlich sofort sieht, ich habe hier sozusagen 1, 1, wenn ich hier so die Steigungsdreiecke mir dran denke, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Das heißt, Steigung ist ja der Y-Achsenabschnitt durch den X-Achsenabschnitt. 1 durch 1 ist 1. Das heißt, egal wo ich mein Steigungsdreieck dran zeichne, ich bekomme immer 1 raus. Und deswegen ist hier unten bei 1 diese Gerade. Also man sieht, das funktioniert hervorragend. In der Praxis würde man das Steigungsdreieck ein bisschen größer zeichnen, damit es genauer wird. Und bei einer Geraden ist ja anzunehmen, dass ja auch die Steigung überall gleich ist. Das heißt, wenn ich ein einziges Steigungsdreieck da dran gezeichnet hätte, hätte völlig ausgereicht. Und ein bisschen größer, dann hätte ich das auch genau gehabt. Und ja, jetzt gucken wir uns hier oben das an. Und hier sieht man, das ist übrigens eine halbe Parabel. Man kann das Ganze, wenn man sich das hier anguckt, erahnen. Und zwar sieht man ja, dass die Abstände immer größer werden und sie werden quadratisch größer. Daher diese Parabel. Wenn man jetzt hergeht und tatsächlich die Steigung für jeden Punkt hier berechnet, dann sieht man ja, die Steigung wird immer größer. Und das bedeutet ja hier, dass die Geschwindigkeit immer größer wird. Und genau das sieht man hier. Also, das heißt, die Steigung in jedem Punkt ergibt diesen Graphen und die Steigung hier in jedem Punkt ergibt diesen Graphen. Und das nennt man Ableiten und nochmal Ableiten. So, jetzt habe ich meine drei Graphen, wobei ich hier schon eine Spezialform eingezeichnet habe. Und zwar heißt die allgemeine Formel eigentlich S0 ist der Anfangspunkt. Was passiert, wenn ich hier praktisch mit S0 noch arbeiten würde? Naja, ich würde das hier einfach verschieben. Und zwar würde ich für jeden S-Wert ja was Festes drauf addieren. Das heißt, ich würde das hier einfach nach oben verschieben. Das hat keinerlei Einfluss auf die Geschwindigkeit. Ich würde einfach nur sozusagen ja, diesen Graphen nach oben verschieben. Die Steigung bleibt aber die gleiche. Die Steigungsdreiecke und so weiter. Und falls ich tatsächlich eine Anfangsgeschwindigkeit hätte, dann ist die Frage, was passiert da? Gucken wir hier rein. Wenn ich mit einer Anfangsgeschwindigkeit arbeiten würde, würde ich diesen Graphen hier entsprechend nach oben verschieben. Was bedeutet das, wenn ich den nach oben verschiebe? Naja, die Geschwindigkeiten sind von Anfang an größer. Jetzt kann man sich überlegen, was hat das dann für einen Einfluss hier drauf, wenn ich
V0 mal T. Das heißt, V0 ist ja ein fester Wert. T wird immer größer. Das heißt, ich würde hier sozusagen einen immer größeren Wert drauf addieren. Das jetzt sich irgendwie vorzustellen, ist ein bisschen schwierig. Da ist vielleicht ein Programm, was Graphen zeichnen kann, vielleicht ganz nett. Das aber nur so nebenbei mal. Im Prinzip das Entscheidende ist, und das kann man hier in dem einfachen Fall sehr gut sehen, wenn ich eben ohne Anfangsgeschwindigkeit und ohne eine Veränderung des Startpunkts mir das Ganze angucke, dann habe ich hier auch entsprechend nur stehen, s von t ist gleich 1/2 at Quadrat, das ist hier oben das, dann habe ich entsprechend v von t ist gleich a mal t, das ist das hier, und a von t ist gleich konstant, ist das hier unten. So, ich hoffe, dass dir das Ganze hilft.